Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Bell Grill Tipps. Mein Name ist Freddy Kammerer und ich bin der Grillchef von Bell. Im heutigen Grilltipp geht es um Fisch und Meeresfrüchte. Viele Leute sind sich nicht bewusst, dass man den Fisch wunderbar auf dem Grill zubereiten kann. Ich gebe euch heute die richtigen Tipps und Tricks mit auf den Weg. Grundsätzlich kann man jeden Fisch grillieren. Fisch wie ein Lachs oder Forelle, die eine feste Struktur haben oder einen höheren Fettgehalt, werden aber aromatischer und saftiger. Wenn wir den ganzen Fisch machen, der Forelle braucht das jetzt nicht, wie man Lachs zum Beispiel. Wenn wir den ganzen Stück machen, könnt ihr vorher abschuppen. Das übernimmt euch aber gerne der Fischverkäufer an der Theke. Fisch kann man verschiedene Arten zubereiten, entweder als Ganzes oder als Filet. Wenn man den Fisch ganz macht, empfiehlt sich ein Fischgitter. Man kann den Fisch reinlegen und durch das ist es viel einfacher zum Kehren nachher auf dem Grill. Wenn man den Fisch als Filet macht, empfiehlt sich zum Beispiel so ein Zedernholz. Das tun wir 2 Stunden vorher in Wasser einweichen. Man kann noch ein bisschen Aroma dazugeben mit ein bisschen Cognac oder Whisky. Stellt das Ganze in den Grill und tut es schön langsam mit niedrigen Temperaturen den Fisch schön glasig machen. Wenn ihr Grillwürste möchtet grillieren, gibt es 2 Varianten. Mit der Schale bleiben sie saftiger, hingegen ohne Schale kann man sie besser marinieren und die Grillwürste kommen mehr Geschmack über. Wenn ihr mehrere Grillwürste habt, tun sie aufspießen. So lassen sie sich viel einfacher kehren vom Grill. Fisch hat einen niedrigen Garpunkt wie Fleisch und ist hitzeempfindlicher. Ein ganzer Fisch, wie jetzt hier die Forelle, kann man auch gut mit dem Fleischthermometer machen, etwa auf 60 Grad. Beim Lachs sieht man wunderschön den Eiweißaustritt, dann wäre der Fisch fertig. Also mit diesen Grilltipps kann Ihnen nichts mehr passieren am Grill und Ihr nächstes Grillergebnis mit Fisch wird definitiv gelingen. Take it easy!